Er hat eine Vision. Der Bioinformatiker Professor Alexandros Stamatakis will den Stammbaum des Lebens neu berechnen. Er will es schaffen, die Millionen Jahre alte Entwicklungsgeschichte der Tiere und Pflanzen besser zu verstehen. Ein Blick zurück in die Vergangenheit. Wie sich Lebewesen zu dem entwickelt haben, was sie heute sind. Moderne DNA-Analysetechniken und ein spezieller Supercomputer sollen ihm dabei helfen. Denn die Menge genetischer Daten, die für die Stammbäume ausgewertet werden muss, ist so groß, dass gängige Programme und Rechnerkapazitäten damit überfordert sind. Die gesamte Rechenkapazität auf der Erde würde nicht ausreichen, um den optimalen Baum für eine große Anzahl an Arten zu bestimmen. Stamatakis und seine Mitarbeiter wollen die gigantischen Datenberge bezwingen. Ihr derzeitiges Ziel, den Stammbaum der Insekten neu zu berechnen und damit den größten Stammbaum im Tierreich überhaupt. Um das zu erreichen, brauchen die Forscher die genetischen Daten möglichst vieler unterschiedlicher Insekten. Die kann der Experte für molekulare Biodiversitätsforschung, Professor Bernhard Misoff, liefern. Am Zoologischen Museum König in Bonn haben er und seine Mitarbeiter die DNA von 1000 Vertretern der wichtigsten Insektengattungen gesammelt. In einem chinesischen Labor wurden von jedem einzelnen Insekt 15.000 Gene entschlüsselt und in solche Buchstabenreihen übersetzt. Der genetische Fingerabdruck ist einmalig für jedes Insekt. Diese Information brauchen die Heidelberger Forscher, um den Insektenstammbaum zu berechnen. Sie vergleichen die Buchstabenreihen der einzelnen Tiere miteinander. So können sie herausfinden, welche Arten sich genetisch am ähnlichsten sind und ob sie gemeinsame Vorfahren haben. Es sind aber utopische Rechenleistungen nötig, um den Platz jeder einzelnen Art im Baum des Lebens exakt festzulegen. Bei 18 Arten gibt es bereits über 190 Milliarden Kombinationsmöglichkeiten. Um alle erschöpfend zu berechnen, würde ein einzelner Prozessor viele Milliarden Jahre brauchen. Die Forscher wollen den Stammbaum aber nicht nur für 18, sondern für 1000 Arten berechnen. Deshalb suchen Stamatakis und seine Mitarbeiter nach Wegen, um auch derart große Datenmengen zu bewältigen. Sie wollen Rechenwege verkürzen und die Verarbeitung effektiver machen. Ihr Trick? Mithilfe einer mathematischen Bewertungsfunktion können Sie unwahrscheinliche Ausgangssituationen verwerfen, bevor alle möglichen Kombinationen durchgerechnet werden. Nur vielversprechende Bäume werden dann so lange optimiert, bis die wahrscheinlichste Abstammungslinie gefunden ist. So haben es die Bioinformatiker tatsächlich geschafft, Datenumfang und Rechenzeit drastisch zu reduzieren. Trotzdem sind die Datenmengen noch so groß, dass selbst der Hochleistungsrechner des Heidelberger Instituts für theoretische Studien für die Auswertung zu lange brauchen würde. Ein spezieller Supercomputer wird gebraucht. Der SuperMUC am Leibniz-Rechenzentrum in München-Garching ist einer der effektivsten Hochleistungsrechner weltweit. Hier werden komplexe Ereignisse wie zum Beispiel Erdbeben oder die Ausdehnung des Weltalls berechnet. Die Heidelberger Forscher haben ihre Berechnungsmethoden in Zusammenarbeit mit Professor Arndt Bode an die Hardware angepasst. Hier arbeiten 32.000 Prozessorkerne gleichzeitig daran, die Erbinformation der Insekten zu vergleichen. Erst durch diese enorme Rechenleistung wird es möglich, was man früher eben nicht konnte, auch sehr komplexe naturwissenschaftliche Berechnungen zu machen. Zum Beispiel die Berechnung des Stammbaums des Lebens. Tatsächlich wirft der Genvergleich der 1000 Arten ein ganz neues Licht auf die Insektenevolution. Für Professor Misoff sind die ersten Ergebnisse des sogenannten OneKite-Projektes schon jetzt revolutionär. Wir hoffen, dass wir mit den OneKite-Daten wirklich Geschichte schreiben können, in der Form, dass wir stabile Verwandtschaftsverhältnisse der Insekten rekonstruieren können.
Die enorme Diversität der Insekten ist möglicherweise nach ersten Ergebnissen mit diesen One-Kite-Daten auf wenige Gruppen, 3 bis 4 Gruppen reduzierbar, was wir so vor One-Kite einfach nicht erwartet haben. Konkrete Ergebnisse, die dabei helfen, die Insekten mit ihrer enormen ökologischen und wirtschaftlichen Bedeutung besser zu verstehen. Paläontologen wie Dr. Thorsten Wappler vom Steinmann-Institut in Bonn überprüfen die errechneten Stammbäume auf klassische Weise mithilfe genau datierter Fossilfunde auf ihre Plausibilität. Sie beurteilen, ob die Ergebnisse mit dem Wissen der empirischen Evolutionsforschung vereinbar sind. Dieses Insekt wurde vor rund 100 Millionen Jahren im Bernstein konserviert. Ein Referenzpunkt aus der Vergangenheit, der dabei hilft, den molekularen Stammbaum zeitlich richtig zu verankern. In Zukunft werden solche Stammbaumberechnungen nicht nur für Insekten nützlich sein. Die Programme, die wir entwickeln, kann man zur Berechnung von Stammbäumen für alle möglichen Lebewesen auf der Erde benutzen. Man kann zum Beispiel Stammbäume von Viren berechnen, um herauszufinden, wo eine Virusepidemie ihren Ursprung hat und wie sich das Virus auf der Erde verbreitet hat. Ein verheißungsvoller Ansatz, um Erbinformationen für die verschiedensten Bereiche der Wissenschaft nutzbar zu machen. Denn moderne Analysemethoden sorgen zwar für eine wahre Flut an genetischen Daten, aber das Wissen liegt so lange auf Eis, bis es mithilfe der richtigen Programme ausgewertet werden kann.